Heute haben Interessenten für das höchste Amt im Staate die Möglichkeit gehabt, Unterschriften zu sammeln, um auch tatsächlich kandidieren zu können. Somit ist es jetzt fix. Drei Personen werden auf dem Stimmzettel stehen bei der Wahl Ende April. Zwei, die im Parlament vertretene Parteien ins Rennen schicken und ein weiterer, der heute die nötigen Unterschriften ins Innenministerium gebracht hat. Als letzter hat heute Rudolf Gehring die notwendigen Unterschriften für eine Kandidatur eingereicht. Knapp 8000 wurden gesammelt. Gehring setzt sich selbst ein hohes Ziel. Der zweite Wahlgang und dass ich die Nummer zwei beim ersten Wahlgang bin. Alles klar. Weil, glaube ich, das ist realistisch und das wird ja auch gut tun dem Land. Das unabhängige Personenkomitee für Heinz Fischer hat schon am Vormittag knapp 45.000 Unterstützungserklärungen in der Wahlbehörde abgegeben. Ich bedanke mich vor allem auch bei den vielen Unterstützerinnen, Freiwilligen. Unterstützung erhält Fischer auch von den Grünen. Zwar nicht durch eine offizielle Wahlempfehlung, die Grünen lassen aber dennoch keinen Zweifel daran, wem ihre Sympathien gehören. Eva Klawischnik hat völlig klar gesagt, dass sie Heinz Fischer wählen wird. Alexander Van der Bellen hat es völlig klar gesagt. Wenn Sie mich fragen, sage ich Ihnen auch völlig klar, dass ich Heinz Fischer wählen werde. Am 11. April wollen die Grünen Fischer in einem öffentlichen Hearing befragen, als zusätzliche Orientierungshilfe für grüne Wähler. Barbara Rosenkranz hat schon vor drei Tagen ihre Unterstützungserklärungen, 10.500 Stück, bei der Wahlbehörde im Innenministerium abgegeben.